Hallöchen, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Tutorial-Reihe für die McDonnell Douglas MD-11, diesem wunderschönen Flugzeug, was ja noch dieses Extratriebwerk hinten in der Heckflosse drin hat. Und beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie wir das Flugzeug erstmal vorbereiten vom Cold and Dark State aus, wie wir den Flugplan eingeben. Und jetzt sind wir kurz davor, gleich unseren Pushback zu machen. Bevor wir die Items dafür machen, hüpfen wir aber erstmal rein ins Cockpit. Und dort angekommen, können wir auch schon mal unsere erste Checklist lesen, nämlich die Cockpit-Checklist. Cockpit, Gearpins sind removed und Pitot-Static ist checked. Das würden wir beides beim Outside-Check kontrollieren. Da wir jetzt der Pilot Flying waren, haben wir uns darum gekümmert, dass wir hier die Eingaben in die MCU machen, bzw. in die FCU machen. Also hat das der Kollege gecheckt, hat uns einmal gesagt, das passt so. Also haben wir einmal Gearpins removed und Pitot-Static checked. Die Cabin Signs haben wir auf On gestellt. Das FCP haben wir auch eingestellt. Speedband, da gucken wir einmal hier. Hier steht Taxi und die Speeds 137, 150, 154. Altimeters 1008, 500 feet. Fuel sehen wir hier drüben. 21.000 Kilograms. SD Status, also den Status allgemein. Können wir einmal aufrufen. Hier steht jetzt noch Generator All Off. Die hängen natürlich an den Triebwerken. Das ist kein Wunder, dass die jetzt aktuell noch nicht funktionieren. Der ist also gecheckt, der SD-Status. Die System Modes stehen auf Auto. Das war das, was ich im ersten Teil angesprochen habe. Wir haben diese ganzen Systeme hier nicht auf Manual stehen. Auch hier bei der Hydraulik oder bei der Air nicht. Und deswegen haben wir die System Modes auf Auto. Takeoff Data. Haben wir die Runway 26 left inserted. Autobrake steht leider hier ein bisschen versteckt auf Takeoff. Die Takeoff-Warnung müssen wir noch einmal checken. Dazu den Schubhebel einfach mal nach vorne schieben und dann solltet ihr irgendwann das hier hören. Das ist die Takeoff-Warnung. Die warnt uns also, wenn wir irgendwas noch nicht richtig gemacht haben für den Takeoff. Takeoff Warning ist checked und der Flap Takeoff Selector ist auf 24.5, so wie wir das wollten. Und damit ist die Cockpit Checklist complete. Jetzt würden wir uns einmal die Clearance vom Lotsen holen. Der hat uns gesagt, mit Squawk 1000 geht es heute nach Luxemburg. Dann können wir den hier einmal eingeben und hier den Schalter auch auf XPDR stellen. Leider sieht man es von der anderen Seite ein bisschen besser. Hat der Kapitän mal ausnahmsweise einen Nachteil. Auf XPNDR stellen wir das Ganze einmal und dann haben wir hier unser Squawk eingegeben und die Clearance ansonsten wie erwartet bekommen. NEFCO to Sierra, erste Höhe 7000 Fuß. Und dann machen wir jetzt unsere Items, die wir machen vor dem Pushback. Sprich, wir gehen einmal ins Override Panel und starten als allererstes mal unsere APU. Dann seht ihr auch hier, APU Power ist schon gearmt. Das heißt, sobald die APU dann verfügbar ist, wird die APU auch übernehmen. Und sobald auch die da ist, können wir die External Power abnehmen, können die APU Bleed Air mit dazu nehmen hier unten. Dauert jetzt einfach einen kleinen Moment. Und dann, sobald die APU Power, wie gesagt, da ist, können wir dann weitermachen. Jetzt seht ihr, APU Power ist on und available. Das Ganze können wir auch hier unten noch einmal sehen. APU Power ist on. Das heißt, die APU hat es übernommen. Da ja unser elektrisches System nicht auf Manual gestellt ist, sondern auf Auto, übernimmt also automatisch die APU. Wir können die External Power abnehmen. Wir können die APU Bleed mit dazu nehmen. Und dann checken wir jetzt auch nochmal, dass unsere Parkbremse gesetzt ist, weil wir nämlich jetzt ins EFB gehen und dort einmal unter Services hier einmal unsere GPU disconnecten und auch die Wheelchocks einmal entfernen. Und dann gucken wir jetzt auch nochmal, dass wir Engine Ignition ausgewählt haben, in unserem Fall A. Das Beacon Light können wir schon mal mit einschalten. Dann brauchen wir gleich ein bisschen Hydraulikdruck, das heißt die Auxiliary Pump von der Hydraulik schalten wir einmal auf On. Und dann können wir einmal GSX rufen für den Pushback. Hier ist leider kein Pushback-Tool integriert, soweit ich weiß, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ich nutze aber ohnehin immer GSX. Sonst könnt ihr das auch über Pushback-Toolbar oder ähnliche Tools tun. Und dann kommt der Kollege einmal ran und wir können währenddessen die Before Start Checklist lesen. Before Start, Cabin is secured. Mobile is off. Engine Ignition ist auf A.
Beacon is on, System Modes Auto und Parking Brake is set. Und damit ist die Before Start Checklist complete. Jetzt können wir hier unten bei unseren Schaltern einmal auf Engine drücken, damit wir hier dann auch die Engine Parameter später für den Triebwerkstart angezeigt bekommen, öffnen. Und ist halt eine Besonderheit von der MD-11, dass wir jetzt hier drei Triebwerke haben und die Sequenz, in der wir die Triebwerke starten, ist 3, 1, 2. Das heißt, das rechte Triebwerk starten wir zuerst, dann das linke und dann das Triebwerk, was hinten im Heck verbaut ist. Sonst ist alles ready für den Pushback. Wir warten jetzt, bis sich GSX meldet. Dann sagen wir dem noch einmal, wo wir gerne hinpushen möchten und dann kann es auch schon losgehen. GSX ist soweit. Wir haben gesagt, wir möchten die Nase Richtung Norden haben. Wenn wir also jetzt mal hier gucken, wir gucken Richtung Westen, muss die Nase von uns aus gesehen nach rechts. Also North Right. Und dann können wir die Parkbremse lösen. Das tun wir auch. Der Pushback beginnt. Und dann würden wir jetzt auch hier wieder warten, bis wir hinter dieser roten Linie sind. Da sind wir aus dem Gate-Bereich nämlich draußen. Dann können wir problemlos unsere Triebwerke starten. Und dann machen wir uns langsam aber sicher auf den Weg nach Luxemburg. Die rote Linie haben wir hinter uns gelassen, das heißt, wir können einmal hier runter gehen und jetzt unsere Triebwerke starten. Um die Triebwerke zu starten, müssen wir diesen roten Schalter bzw. das rote Lämpchen hier einmal rausziehen. Dann seht ihr jetzt hier oben, wie die N2 langsam hochdreht. Fuel ist noch off. Den müssen wir wie in der 737 auch manuell dazugeben und zwar so bei ungefähr 17% N2. Das heißt, den Wert haben wir jetzt hier gleich erreicht und dann geht der Fuel Cutoff Switch auf On. Und dann seht ihr jetzt auch hier, der Fuel Flow kommt mit dazu, also es wird auch Kerosin ins Triebwerk eingespritzt. Die EGT steigt an, weil das Triebwerk jetzt zündet. Die vordere Welle dreht auch mit hoch und dann fährt Triebwerk Nummer 1 schon mal entspannt hoch. Währenddessen werden wir jetzt hier schön auf die Taxi-Line gepusht und wir können auch mal die Sounds ein bisschen aufdrehen und mal gucken, wie sich das so anhört. Und ich finde tatsächlich gar nicht so verkehrt. Pushback ist beendet, wir können die Parkbremse setzen, dann kann sich der Kollege draußen nämlich einmal disconnecten. Der Cargo Door Test ist währenddessen auch durchgelaufen. Da wird also einmal geguckt, dass die Cargo Door auch wirklich sicher verschlossen ist und so funktioniert, wie sie soll. Triebwerk 3 läuft, dann können wir Triebwerk Nummer 1 starten. Selbes Spiel auch wieder hier. Wir gucken auf den N2 Wert, sobald der die 17% so ungefähr erreicht hat. Geben wir hier unten den Sprit mit dazu und dann sollte das Triebwerk selbstständig hochfahren, so wie es jetzt bei Triebwerk 3 auch schon funktioniert hat. Sprit kommt mit dazu. Nicht wundern, dass da jetzt aktuell noch diese Engine 1 Oil Pressure Warnung kommt. Das ist noch ein kleiner Bug, sollte aber mit dem nächsten Update dann auch behoben werden. Dann hört er jetzt auch, das 1er Triebwerk fährt wunderbar hoch. Und sobald das läuft, starten wir dann noch einmal das dritte Triebwerk. So, wie ihr seht, alle drei Triebwerke laufen. Das heißt, wir haben drei gute Triebwerkstarts. Dann würden wir jetzt einmal ins Overhead-Panel gehen. Pack 2 sollte dann gleich auch noch mit dazu kommen. Und dann können wir die APU schon mal ausschalten. Wenn wir NTIs bräuchten für den Takeoff, könnten wir das jetzt noch mit dazu schalten. Und ansonsten seht ihr jetzt aber All Lights Off, beziehungsweise hier das Windshield. Heating ist noch mit an, aber ansonsten leuchtet hier oben kein Lämpchen mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ist ein bisschen so wie im Airbus. Dann können wir die Before Taxi Checklist lesen. Before Taxi, APU ist off, NTIs ist off und System Modes sind auf Auto. Before Taxi Checklist complete. Jetzt die Besonderheit bei der MD-11, man macht tatsächlich auch jetzt schon die Takeoff Items. Das heißt, wir würden die Speed Brake einmal armen. Wir würden die Flaps in dem Fall jetzt auf 24,5 stellen, beziehungsweise einfach hier in diesen großen Bereich rein, so wie wir das vorher gewählt haben. Wenn wir es noch nicht gemacht haben, müssen wir spätestens jetzt noch einmal die Trimmung setzen. Ansonsten können wir hier am MCP schon mal NAV und PROF Mode armen. Also NAV ist ganz normal der NAV Mode, den ihr schon kennt, und PROF ist einfach Profile für das VNAV dann später, dass das nach dem Takeoff übernehmen kann. Und dann gucken wir uns hier unten noch einmal auf der Config-Page diese Seite an, um hier jetzt unsere Flight Controls zu überprüfen. Als allererstes
Pull up. Full down. Neutral. Bei einem Vollausschlag seht ihr dann auch immer, wird das Ganze grün. Full left. Full right. Neutral. Und unser Rudder. Full left. Full right. Neutral. Gut, wenn draußen alles disconnected ist, lesen wir die Takeoff Checklist. Takeoff, Flight Controls checked, Flaps 24.5, Spoilers armed, Trim ist 4.1 und 0.0. EAD können wir gleich einmal checken, wenn die Parkbremse gelöst ist. Halten aber die Bremsen mal noch getreten. EAD ist quasi hier unten unser grünes Kästchen. Wenn wir das angezeigt bekommen, ist das EAD auch gecheckt. Damit ist die Takeoff-Checklist complete. Dann können wir das Taxi requesten. Für uns geht es geradeaus, rechts rum zum Holding Point 26 Left. Dann schauen wir einmal, dass links nichts mehr steht, rechts nichts mehr steht. Hier können wir uns, wenn wir möchten, auch noch die Taxi-Charts aufmachen, dass wir uns auch nicht verrollen unterwegs. Und dann geht sowohl das Taxi-Light einmal an, also der Schalter hier eine Position weiter auf Taxi, und die Wing and Runway Turn-Off Lights gehen an. Und dann geht's los. Wir rollen jetzt geradeaus und machen uns auf den Weg zur Runway. Auch hier beim Taxi müssen wir beachten, dass das Flugzeug natürlich jetzt etwas länger ist. Das heißt, wir können jetzt nicht sofort in die Kurve gehen, sondern wir rollen ein Stückchen weiter. Müssen das nicht so ganz exzessiv machen wie bei der Boeing 777 jetzt zum Beispiel, weil die doch etwas kürzer ist, die MD-11. Aber auch hier gucken wir einfach drauf, dass wir so ein bisschen über die Taxi-Line hinausrollen, dann in die Kurve gehen. Sorgt halt einfach dafür, dass wir die Kurve nicht so ganz so weit innen nehmen, so wie wir es jetzt zum Beispiel gemacht haben. Ist jetzt in Leipzig kein Problem, weil hier auch eine Antonov 225 rollen kann. Aber auch gerade auf Flughäfen, die nicht so breite Taxiwege haben, läuft man sonst Gefahr, dass man rechts oder links irgendwelche Lampen bzw. Schilder mitnimmt. Und das würde uns den Flug natürlich ordentlich versauen. Deswegen da ein bisschen drauf achten, auch schön langsam um die Kurven rollen, dass das Flugzeug nicht das Rutschen anfängt. Insbesondere wenn es nass ist, aber auch wenn es trocken ist, nicht zu schnell um die Kurven rollen. Also alles über 10 Knoten ist auf jeden Fall zu schnell dafür. Und ansonsten können wir jetzt hier nochmal auswählen. Wir möchten gerne nachher den Traffic angezeigt bekommen. Wir möchten die Daten für die verschiedenen Wegpunkte angezeigt bekommen und die AirPods sehr gerne auch. Und dann machen wir uns für den Takeoff dann hier auch einmal noch die Engine Page auf. Ist für uns jetzt interessanter als die Flight Controls. Aber ihr seht, alle Werte sind im normalen Bereich. Jetzt auf dem Weg zur Bahn können wir dann auch schon mal das Wetterradar anschalten. In unserem Fall nehme ich das jetzt als Pilot Flying einmal. Wir können auch hier Gain und Tilt einstellen. In dem Fall wollen wir jetzt erstmal natürlich ein bisschen über uns das Wetter angezeigt bekommen. Jetzt seht ihr auch hier, Weather Radar is on. Und ansonsten können wir hier über Increase und Decrease auch immer die Range einstellen von unserem Navigation Display hier unten. Ich zoome jetzt erstmal relativ weit ran, weil ich das gerne immer so habe für den Takeoff. Dann kann ich die Turns und sowas schöner erkennen. Und dann sind wir jetzt auch gleich schon am Holding Point angekommen. Wären wir jetzt wahrscheinlich schon zum Tower rüber geschickt worden, würden uns dann einmal dort ready melden. Und dann biegen wir jetzt hier den zweiten nach links ab. Und dann sind wir schon am Holding Point für die 26 links. In unserem Fall haben wir gerade keinen Verkehr im Anflug und auch keinen startenden Verkehr vor uns. Das heißt, wir haben vom Lotsen die Takeoff-Clearance bekommen, können jetzt also schon mal die Befeuerung anmachen. Landing Lights gehen an, die Nose Lights gehen auf Land bzw. auf Takeoff dann. Und die High Intensity Lights schalten wir einmal ein. Das sind unsere Strobe Lights. Das T-Gas hier unten schalten wir noch auf TA und RA. Gucken natürlich, dass trotzdem gerade nichts anfliegt oder im Abflug ist, weil auch Lotsen können Fehler machen. In unserem Fall passt das aber alles. Und dann machen wir jetzt hier den schönen Line-Up und können dann starten Richtung Luxemburg. Auch hier wieder so ein bisschen über die Centerline hinausrollen, dann in die Kurve gehen, dass wir dann nicht so halb schief unseren Line-Up gemacht haben, sondern da halbwegs gerade auf der Bahn stehen. Und dann kann es losgehen. Dazu müssen wir jetzt einfach einmal den Schubhebel bis auf 70% vorschieben. Das machen wir auch einmal. Und sobald wir bei diesen 70% angekommen sind, übernimmt dann automatisch der Autothrust. Also hier haben wir ungefähr die 70% und jetzt mache ich nichts mehr. Und ihr seht, der Autothrust schiebt jetzt automatisch weiter Schub rein.
Autoflight müssen wir noch einmal armen. Vorher natürlich, habe ich jetzt vergessen. Und dann funktioniert das auch. Der Autosplash schiebt Schub rein. Und 80 Knots sind gecheckt. V1. Und Rotate. Positive Climb. Gear ab. Und jetzt merke ich zum Beispiel schon, die Nase muss noch weiter hochgetrimmt werden. Dann kann ich jetzt entspannt einfach ein bisschen nachtrimmen. Na, am besten dann halt so, dass ich keinen Input mehr am Yoke geben muss. Und dann haben wir die Acceleration Altitude schon erreicht. Das heißt, wir können die Nase runternehmen, können den Flieger beschleunigen lassen. Auch da dann wieder entsprechend ein bisschen nachtrimmen. Nicht wundern, die MD-11 ist aktuell noch sehr empfindlich, was den Input am Höhenruder angeht. Dann fahren wir die Klappen ein, also Flaps ab. Die hinteren Teile der Klappen fahren jetzt also ein und die Slats vorne sind noch weiterhin draußen. Und wir trimmen noch entsprechend ein bisschen nach. Und dann können wir jetzt noch die Slats einfahren. Slats Retract. Damit sind die Klappen sowohl vorne als auch hinten von der Tragfläche jetzt vollständig eingefahren. Und jetzt beschleunigen wir auf 250 Knoten. Flieger ist super ausgetrimmt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen nachziehen, weil jetzt haben wir die 250 Knoten nämlich erreicht. Also wir nehmen die Nase hoch, trimmen den Flieger wieder entsprechend aus, dass wir schön dem Flight Director hinterher fliegen. Und keinen Input mehr am Yoke geben müssen. Da muss man halt so ein bisschen ein Gefühl für bekommen. Zu viel darf es auch nicht sein, weil wir wollen ja nicht wieder Geschwindigkeit verlieren. Und sobald wir dann fertig sind, können wir hier uns darum kümmern, dass der Flieger auch weiter steigen darf. Heißt, wir drehen einmal die Höhe hier hoch, ziehen einmal an dem Knopf, dann steigt der Flieger nämlich auch weiter und dann schalten wir Autoflight an, das heißt, der Autopilot übernimmt. Und ihr seht, Pitch haben wir aktuell, Nav 1 und Climb Thrust. Jetzt drücken wir einfach nochmal auf Prof und dann seht ihr, der Flieger wird hier oben komplett magenta. Das heißt, er fliegt jetzt unser Nav-Weg, den wir vorher eingegeben haben, ab und er fliegt auch mit dem Pitch Mode und Climb Thrust im Profile auf 24.000 Fuß. Jetzt haben wir erfolgreich abgehoben, das heißt, über der Transition Altitude können wir uns jetzt auch um die restlichen Sachen kümmern. Das heißt, zum Beispiel das QNH einmal auf Standard stellen, dazu den Knopf hier einfach einmal rausziehen, dann stellt sich das Ganze auf 1013. Im EAD haben wir hier unten nichts angezeigt, beziehungsweise die Greenbox war ja die ganze Zeit da. Und jetzt sind wir auch schon tatsächlich über 10.000 Fuß, können also einmal die Lämpchen alle ausschalten. Und jetzt hängt es halt so ein bisschen von der Temperatur ab. Wir haben noch 10 Grad. Ab hier müssen wir jetzt wirklich drüber nachdenken, das Engine Anti-Ice mit dazu zu nehmen. Dazu würden wir dann einfach hier hoch einmal gehen, Engine Anti-Ice 1, 2, 3 auf On stellen, damit wir auch nicht Gefahr laufen, dass der Flieger jetzt hier irgendwie vereist. Und ihr seht, über 10.000 Fuß würde der Flieger jetzt hier automatisch auf die Climb Speed oder auf die Geschwindigkeit, die wir über 10.000 Fuß fliegen wollen, beschleunigen. Ihr seht jetzt, er schreibt zwar No Ice Detected, aber da wir jetzt gleich wieder in die Wolken reinfliegen und in dem Bereich sind, na gut, jetzt haben wir wieder 12 Grad, wo potenziell Icing auftreten könnte, schalten wir es lieber einmal zu viel mit dazu, als dann hinterher einen Eisblock als Flugzeug zu haben. Und wenn es dann auch von der Pitch her einigermaßen passt, können wir auch die Cabin Signs, also die Seatbelt Signs noch auf Auto stellen. Da wir jetzt heute nur Fracht fliegen, ist das weniger wichtig, aber wir machen es mal der Vollständigkeit halber. Und steigen jetzt weiter Richtung 14.000 Fuß. Lotse hat uns auch direkt die Freigabe gegeben, auf Reizflughöhe zu steigen, das heißt auf 24.000 Fuß. Wir gucken, dass das einmal hier in Magenta auch drin steht, dass der Flieger weiß, okay, er darf weiter steigen. Ansonsten ziehen wir nochmal hier sicherheitshalber dran. Dann wissen wir, okay, der Flieger darf wirklich weiter steigen. Jetzt ist das Ganze aber weiß geworden. Das heißt, wir sind jetzt quasi im Flight Level Change Mode. Und um da wieder rauszukommen, einfach auf Prof drücken. Dann seht ihr, das Ganze wird wieder Magenta. Und der Flieger fliegt das Profile ab.
Man muss da also nicht nochmal dran ziehen. Ansonsten fliegen wir jetzt gemütlich Richtung Reiseflughöhe. Was ich jetzt im Takeoff-Run noch gemacht habe, macht man normalerweise vorher. Man drückt also, wenn man auf die Bahn rollt, einmal Autoflight. Also heißt dann das Item Arm Autoflight. Das heißt, man stellt das Ganze einmal scharf und das sorgt dann dafür, dass wenn ihr den Schub auf der Bahn reinschiebt auf 70%, dass dann der Autothrust übernimmt und automatisch auch euer Takeoff-Power-Setting euch vorselektiert. Gut, dann geht es jetzt hier durch die letzten Wolkenschichten durch. Sobald wir da durch sind, haben wir über uns, seht ihr auch nicht mehr die Gefahr von Icing, weil da oben dann nur noch blauer Himmel kommt. Das heißt, dann, sobald wir jetzt hier aus den Wolken draußen sind, können wir auch das Engine Anti-Ice wieder problemlos abschalten. Liefert uns ja auch gleichzeitig wieder ein bisschen mehr Leistung für den Steigflug. Und dann können wir hier etwas rauszoomen und fliegen jetzt entspannt erstmal grob in Richtung Frankfurt. Und das soll es auch schon gewesen sein für den zweiten Teil des MD-11 Tutorial-Fluges hier von Leipzig nach Luxemburg. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch mit dabei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Auch wenn bei mir noch nicht alles perfekt läuft, wird es wahrscheinlich bei euch auch nicht direkt alles perfekt laufen, aber das ist vollkommen okay. Übung macht den Meister. Auch hier wieder, wenn es Frage, Wünsche oder Anregungen gibt, gerne damit unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen, kostet auch nichts, versprochen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im dritten Teil dann wieder, wenn wir im Reiseflug sind und wenn wir dann unseren Landeanflug auf Luxemburg vorbereiten und dann dort letztlich auch hoffentlich landen werden. Bis dahin, macht es gut, viel Spaß beim Nachfliegen und ich wünsche euch natürlich wie immer always happy landings.